Ja, jetzt geht's wieder los mit dem Advent. Der größte Trubel zu dieser Jahreszeit besteht darin, alle möglichen Besorgungen zu machen. Unser Tipp ist daher, sich schon rechtzeitig um die passende Deko zu kümmern. Die Adventmärkte und Möbelhäuser sind gewappnet und mit unseren Tipps für den passenden Adventschmuck sind Sie es auch. Die Adventzeit steht schon in den Startlöchern und die ersten Advents- und Vorweihnachtsbeiträge sind schon im Fernsehen zu sehen. Sie denken, das ist zu früh? Nun, gerade jetzt ist aber eine angenehme Zeit, um sich um die richtige Deko zu kümmern. Vorausgesetzt, man will Stress zur Adventszeit vermeiden und sich rechtzeitig umsehen. Da der Advent in den Möbelhäusern schon sichtlich Einzug hält, fragen wir dort gleich einen Experten zum Thema Trends 2011 bei der Advents- und Weihnachtsdekoration. Ja, die Trends des heutigen Jahres ist eindeutig entsprechend Gold, Weiß und Champagne, wie du das siehst in meiner Hand und natürlich auch auf dem Christbaum, der hinter uns aufgeschmückt ist. Das Flippige war mal, wir haben natürlich auch noch sehr moderne Farben wie Lila oder Gold in Kombination auch bei uns in der Ausstellung, aber wie gesagt, der Trend geht eindeutig zur schlichteren Ausstattung. Es wird vielleicht auch etwas wieder rustikaler. Der Trend beim Christbaumschmuck geht heuer zwar in Richtung Weiß und Gold, aber auch erdige Farben sind gefragt. Aber es geht auch flippig und ausgefallen. Dafür steht heuer Lila in Kombination mit Gelb zur Auswahl. Der passende Christbaumschmuck ist aber immer noch eine Persönlichkeitsfrage. Eher traditionell, ganz ein normaler, kleiner, schlichter Baum, geschmückt mit Lametta, Kugeln, wie es halt... Schokolade. Schoki ist ganz wichtig für die zwei Kinder, was wir daheim haben. Überhaupt, der Glitzerbaum gefällt mir. Also es darf schon ein bisschen moderner sein? Ja, schon, darf schon moderner sein. Nicht lauter alte Ding habe ich nicht, aber ich habe schon fast lauter von jetzt Kugeln oben. Und er glitzert. Meine Kinder denken immer, der ist kitschig, aber ich denke das nicht. Ja, ich bin ein Traditionalist. Also ich habe seit 25 Jahren den gleichen Baum. Ich habe einen steirischen, rot mit Nüssen, mit Äpfeln und natürlich mit Strohsternen. Die Möglichkeiten, sich bei der Dekoration auszutoben, sind vielfältig. Mit einem neuen Tischgedeck schmeckt das Essen auch gleich anders. Und mit neuen Accessoires für den Raum erlebt man die eigenen vier Wände gleich ganz neu. Dennoch, Thema Nummer 1 der Liner-Besucher sind einfach die Christbaumkugeln. Ja, wir haben geschaut wegen neuen Kugeln, Christbaumkugeln, vielleicht in andere Formen einmal. Wir wollen ganz bunte haben nämlich. Ja. Wo schwebt euch da vor? Puh, ich hätte gern grün. Ja, da bin ich nicht so einverstanden. Also ich bin auf der Suche jetzt nach Kugeln, nach hellen, also beigen oder weißen Kugeln mit ein bisschen Glitzer, weil ich will es ein bisschen dezenter haben und ja, weil ich mir eben in Weihnachtssternen in Rot oder so dann wieder die Farben reinbringen möchte. Die Trends zu Weihnachten ändern sich laufend. Derzeit heißt es wieder Back to the Roots. Manche wissen, was dieser Spruch für Weihnachten wirklich zu bedeuten hätte. Heute ist die Weihnachtszeit etwas unterschiedlich. Erstens waren die Christbäume kleiner zu meiner Zeit, die sind heute größer und zweitens sind wir nicht so sehr beschenkt worden, wie die Geschenke heutzutage sind. Ja, ich glaube, dass Weihnachten wieder einen Trend beinhalten wird heuer. Das ist die Ruhe, die in den eigenen vier Räumen einkehren möge. Und da gehört natürlich die vorweihnachtliche Dekoration sehr stark dazu. Da geht es ja um mit geringem Aufwand, mit geringen Mitteln entsprechend eine Verschönerung, eine Wohlfühlatmosphäre in den eigenen vier Wänden zu schaffen. Das ist eigentlich das Thema, warum wir uns mit diesem Thema auch so inhaltlich stark auseinandersetzen. Da bedarf es nicht viel Geld, um einfach für sich die eigenen vier Wände neu zu gestalten. Die Ruhe und die Besinnung werden wir zu Weihnachten wohl am allermeisten genießen. Damit das funktioniert, sollte man sich aber rechtzeitig um die passende Wohlfühldeko kümmern.